Ich glaube, dass sich unser Bildungssystem insbesondere in der höheren Bildung, aber auch in der Schule verändern muss und verändern sollte. Ich habe gerade die Hochschule gegründet, an der ich selber gerne studiert hätte und möchte euch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie man überhaupt auf die Idee kommt, eine Hochschule zu gründen und wie das funktioniert. Da kann ich auch kurz drauf eingehen, aber vor allem möchte ich euch erzählen, wie ich glaube, dass sich unser Bildungssystem insbesondere in der höheren Bildung, aber auch in der Schule verändern muss und verändern sollte und welche Prinzipien uns da so ein bisschen antreiben. Ich habe wirklich mit dem 12. Lebensjahr angefangen, damals mir selber das Programmieren beizubringen. Habe aus einer Faszination für Computer heraus wirklich irgendwann mir die Frage gestellt, wie kann ich ihn nicht nur verwenden, nicht nur konsumieren, sondern wie kann ich wirklich auch eigene Programme entwickeln. Ja, das waren damals noch Windows-Programme. Dann ging es aber ganz schnell natürlich ans Web, ans Internet dran. Und habe dann in meiner Jugend, ich bin jetzt 31 Jahre alt, also ist bald 20 Jahre her, war eine tolle Zeit, war nämlich so 98, 99, 2000, wo jeder Laden eine Website brauchte. Ich habe dann also auch durch das Programmieren auch sehr, sehr früh gelernt, wie ich damit Geld verdienen kann, wie ich mir das Taschengeld aufbessern kann. Habe dann irgendwie 200 Euro genommen für eine Website, habe mich gefühlt wie Krösus und die Unternehmen haben sich, glaube ich, echt ins Fäustchen gelacht. Aber so war es wahrscheinlich dann für beide Seiten fair. Und so ging das dann meine Jugend eigentlich durch. Und als ich mich dann damit auseinandersetzen musste, was ich denn studieren möchte, da ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. Und zwar vor allem, weil mir die bestehenden Informatikstudiengänge, die ja eigentlich naheliegend gewesen wären für jemanden, der sich für Technik interessiert, weil die mir sehr, sehr theorielastig und extrem mathematiklastig erschienen. Und dadurch, dass ich schon so viel Erfahrung in aktiver Softwareentwicklung hatte, ich ehrlich gesagt mich darin nicht so wiedergefunden habe. Denn Softwareentwicklung war für mich immer was sehr, sehr Kreatives und hatte viel, viel weniger mit Mathe zu tun, als das, glaube ich, auch gemeinhin so gedacht wird in der breiteren Gesellschaft. Und andererseits hatte ich auch Angst vor diesem Nerd-Klischee. Ja, das ist ja leider heute immer noch so. Wir kämpfen dagegen. Dieses Klischee, dass wir also vor allem schwarze T-Shirts tragen, Mist, lange Haare haben, ja, das ist hier nicht gegeben. Und irgendwie in dunklen Gewölben sitzen, Pizza essen und rumprogrammieren und dabei sehr, sehr einsam sind. Und das habe ich mir damals auch irgendwie gedacht, nee, so doch nicht. Und habe dann stattdessen BWL studiert an einer privaten Business School in Köln, wo ich herkomme. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen dort. Ich habe mich aber schon damals dann gefragt, warum gibt es eigentlich so vergleichsweise viele private Hochschulangebote, also Business Schools üblicherweise im Bereich Betriebswirtschaftslehre? Warum gibt es aber nicht Tech Schools? Also wo sind die Tech Schools? Und es gibt ein paar, aber besonders nennenswert sind die eigentlich alle nicht. Und das war für mich schon damals so eine offensichtliche Lücke, denn damals haben auch schon alle Programmierer gesucht. Das hat sich ja jetzt nicht von heute auf morgen entwickelt. Und dann war es ein bisschen früh, jetzt selber irgendwie eine Uni zu gründen, bin auch noch nicht auf die Idee gekommen, war ja gerade selber noch in der Uni, habe dann aber schon damals eben angefangen, Startups zu gründen, schon während meiner Uni-Zeit und danach mehrere Online-Startups gegründet, einerseits im Bereich Online-Video, Online-Gaming, habe einen großen Lebenslauf-Editor gemacht, lebenslauf.com heißt der, vielleicht hat den ja schon mal jemand genutzt, den habe ich an Xing verkauft und dann war es soweit, dass ich hier vor 2 Jahren gesagt habe, ich glaube, jetzt kann ich meine Hochschule gründen. Code University of Applied Sciences nennen wir uns. Wir sind eine staatlich anerkannte Fachhochschule in Berlin, denn ich bin nach Berlin umgezogen dafür. Und wir bilden aus in diesen 3 Bereichen. Das eine ist wirklich Softwareentwicklung, das zweite ist Interaktionsdesign, das heißt, es ist so dieses ganze Themenfeld User Interface Design, User Experience, also wie machen wir Software auch gut nutzbar für Menschen, denn das ist ja letztendlich das Ziel. Und das dritte, Produktmanagement, das beschäftigt sich damit, was denn überhaupt entwickelt werden soll und mit welchem Ziel, also dass die Businesswelt und die Technikwelt zusammenpassen und miteinander sprechen. Und diese 3 Rollen sind eigentlich die Rollen, die man immer wieder findet in Internetunternehmen, in Unternehmen, die digitale Produkte entwickeln. Das haben wir im Vorfeld also mit vielen Unternehmen gesprochen, vielen großen Internet-Startups, ja, Unternehmen wie Trivago oder Zalando oder Xing, deutsche Internet-Startups, davon haben wir leider nicht so viele große, aber ein paar haben wir ja, und haben die gefragt, in welche Richtung wir da gehen sollten. Und dann sind zwar diese 3 Studiengänge dabei rausgesprungen, was aber eigentlich viel, viel klarer wurde, ist, dass uns alle gesagt haben, wir wissen gar nicht, was wir in 5 Jahren brauchen von euren Absolventen.
Und deswegen haben wir uns dann angefangen, sehr, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, nicht was wir lernen, sondern vor allem, wie wir es lehren und wie wir es schaffen können, dass wir zwar einerseits eine akademische Institution sind, auch eine staatlich anerkannte Hochschule, aber gleichzeitig eigentlich alles anders machen wollen als die meisten Hochschulen. Und unsere Leitsätze und Ideen dahinter, die zeige ich euch jetzt in den nächsten Slides. Das eine ist, dass wir beobachten, dass einfach die technologische Welt so viel umfassender und komplexer wird, dass auch die Rollenbilder viel spezialisierter werden können. Ich sage auch immer so ein bisschen, we are standing on the shoulders of giants. Also wir leben einfach in einer Zeit, wo schon so viele technologische Grundlagen für uns geschaffen wurden, derer wir uns bedienen können, dass wir aber auch lernen müssen, wie wir das tun können. Also als Softwareentwickler bedeutet das, die wenigsten Softwareentwickler entwickeln jetzt ein neues Betriebssystem oder ein neues Datenbanksystem oder einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus. Das sind natürlich absolut entscheidende Grundlagentechnologien, die werden aber sehr, sehr selten neu entwickelt. Was viel, viel häufiger passiert, ist, dass auf Basis dieser Grundtechnologien Produkte gebaut werden, dass wir gute Apps bauen wollen, dass wir gute Websites bauen wollen, dass wir insgesamt einfach Software entwickeln möchten, und dazu brauchen wir ganz andere Fähigkeiten als jetzt beispielsweise die mathematischen Grundlagen. Gleichzeitig hat das Internet eben den Zugang zu Wissen völlig verändert, denn es ist letztendlich immer auf Abruf bereit, und gerade im Bereich Softwareentwicklung kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe es mir ja autodidaktisch mit Hilfe des Internets angeeignet, das Wissen ist da draußen, frei verfügbar, überall im Internet. Wir müssen den Leuten zeigen, wie sie es für sich nutzen können und wie sie dieses Wissen dann letztendlich in Fähigkeiten und Kompetenzen verwandeln, müssen aber viel weniger Wert legen auf das Wissen, als es vielleicht noch früher der Fall war. Und der ständige Wandel, insbesondere auch in meiner Branche und in der Technologie, erfordert auch, dass wir den Leuten vor allem beibringen, wie sie sich selber etwas beibringen. Selbstlernkompetenz. Denn wir reden auch häufiger von lebenslangem Lernen und so weiter. Und das können wir vor allem sicherstellen, wenn Leute wissen, wie sie selber lernen. Und das klingt so simpel, aber ganz viele Leute haben dabei erhebliche Probleme und sind auch so ein bisschen daran gewohnt, wenn ich etwas lerne, dann gehe ich irgendwo hin, dann mache ich ein Seminar, dann gehe ich in eine Schule und lasse mir das erklären, und manchmal ist das auch ein guter Weg, aber ich will auch viel öfter wirklich Leute dazu motivieren zu sagen, setz dich auch einfach mal selber hin und erarbeite es dir. Und Frontalunterricht, wie wir ihn an Hochschulen üblicherweise erleben und in Schulen ja leider auch, ist eben einerseits sehr bequemes Instrument, weil es doch auch sehr, sehr gewohnt ist eigentlich, das machen wir ja seit Jahrhunderten so, aber es ist eben selten die effektivste Lösung, denn ja, letztendlich, ich glaube, kennen wir alle diese Situation, wo wir häufiger mal halb einschlafend im Unterricht sitzen und vorne irgendwie jemandem zuhören müssen. Es gibt viel, viel effektivere Lernformen als das. Wir setzen bei uns ganz, ganz konsequent auf projektbasiertes Lernen oder problemorientiertes Lernen. Das sind Konzepte, wo wir versuchen, die Theorie immer im Kontext von Praxis zu vermitteln. Denn ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man vor Augen hat, wofür man etwas lernt. Also was kann ich damit erreichen? Was möchte ich jetzt auch erreichen? Und welches Wissen brauche ich dazu? Und was aber stattdessen leider viel häufiger passiert, ist, dass uns theoretisches Wissen erstmal aufgeladen wird, mit dem Versprechen, du wirst schon später merken, wofür du es brauchst, oder du wirst merken, dass du es brauchst, aber selbst wenn das stimmt, haben wir es leider bis dahin vergessen. Es gibt viele interessante Studien, die zeigen, an wie viel wir uns 2 Jahre nach unseren Abiturprüfungen, an wie viel der Abiturinhalte wir uns noch erinnern können, und das ist desaströs. Das ist also 2 Drittel von dem vergessen wir, was wir in den Abi-Klausuren noch wussten. Ich glaube, das Gefühl kennt auch jeder. Und ich glaube auch, dass es wirklich unnatürlich ist, eigentlich so zu lernen, wie wir das heute in Bildungsinstitutionen meistens tun. Denn wenn wir uns anschauen, wie spielerisch beispielsweise Kinder lernen, dann ist das auch ganz viel Trial and Error. Dann ist das einfach mal machen und dann entdecken, wie es funktioniert. Und wir Menschen lernen eigentlich, indem wir wirklich Dinge ausprobieren, dann potenziell daran scheitern und dann nächstes Mal einen anderen Ansatz ausprobieren. Aber wenn wir in Bildungsinstitutionen gucken, dann wird es viel stärker vorgegeben. Ja, dann sollen sich die Leute hinsetzen und sollen irgendwie zuhören und einfach rein theoretisches Wissen akzeptieren, was sich sozusagen andere schon erarbeitet haben. Ich habe das gemerkt, als Autodidakt habe ich
ich sage immer, ich habe ein bisschen rückwärts gelernt. Also zum Beispiel Programmieren, bei mir war das so, ich habe damit angefangen rumzuspielen, ne, und habe erste Dinge tun können, hatte natürlich nicht wirklich viel Ahnung. Ich habe was tun können, ohne die Hintergründe zu verstehen. Und dann bin ich über die Jahre immer tiefer in die Hintergründe eingestiegen. Wenn wir aber uns klassische Bildung angucken, ist es meistens so, dass gesagt wird, erstmal die Grundlagen und dann später die Anwendung. Und ich glaube, das ist auch furchtbar demotivierend. Und deswegen müssen Professoren auch viel mehr Mentoren als reine Wissensvermittler sein. Also wir definieren die Rolle unserer Professoren an der Hochschule wirklich ganz klar so, dass wir sagen, du sollst den Studierenden dabei helfen, ihren eigenen Lernweg zu gehen. Du sollst sie begleiten, du sollst sie beraten, aber es ist nicht deine Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Und dazu gehört zum Beispiel auch, sich einzugestehen, wenn man Wissen nicht hat, wenn man aktuelle Themen nicht weiß und dann nicht zu sagen irgendwie, dann nicht irgendwie versuchen, drum rumzureden, sondern zu sagen, weiß ich nicht, aber wir können uns gern gemeinsam hinsetzen und uns dieses Wissen erschließen. Und da ist es auch viel wichtiger, ist auch eine große Debatte in Schulen immer wieder, aber ich finde an Hochschulen genauso wichtig, dass wir sagen, wir achten darauf, dass das begeisterte Didakten sind, dass das Leute sind, die Spaß haben an Lehre, dass es auch Pädagogen sind und dass sie nicht in erster Linie sozusagen Fachleute nur sind. Und wir glauben ganz stark daran, dass wir sehr viel mehr miteinander und voneinander lernen sollten. Wir sagen dazu auch Learning Community. Also soll heißen, die Studenten der Hochschule, die sind, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste. Ich habe in meinem Leben immer am meisten gelernt von Leuten, die in meinem Alter waren, die vielleicht ein bisschen weiter waren als ich in einem bestimmten Gebiet. Und da habe ich am meisten gelernt. Viel mehr, als ich dann zum Beispiel von Lehrern oder Professoren gelernt habe. Und das möchten wir wirklich auch zu einem festen Bestandteil unserer DNA machen, dass wir sagen, wir müssen den Austausch der Studierenden viel, viel mehr fördern. Und mir ist auch aufgefallen, wenn wir uns beispielsweise die großen Business Schools angucken, ja, so die Elite Business Schools in Deutschland, dann habe ich dort auch mit vielen befreundeten Gründern mich unterhalten, die beispielsweise an solchen Hochschulen waren, habe gefragt, was hast denn da eigentlich, also warum war das so besonders, was hast du besonders gemacht? Und alle haben eigentlich gesagt, naja, es ging überhaupt nicht um die Studieninhalte. Ich meine, vielleicht lag das auch an BWL, das ist halt sowieso immer ein bisschen schwierig. Glaube, ich darf das ja als studierter BWLer sagen. Aber mir ist aufgefallen, die haben am meisten mitgenommen wieder aus der Community, von den anderen Studierenden, das Netzwerk, was man gemeinhin auch sagt. Und die meisten Hochschulen, an denen passiert das irgendwie zufällig. Also da ergibt sich dann ein Netzwerk, wenn sie Glück haben. Wir möchten das wirklich ganz aktiv aufbauen. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass wenn wir uns zum Beispiel die Welt der digitalen Produktentwicklung angucken und die drei Studiengänge, die ich eben aufgezählt habe, dann ist das an klassischen Hochschulen so, dass die leider in sehr getrennten Studiengängen und sehr getrennten Fakultäten gelehrt werden. Also beispielsweise Informatik ist üblicherweise an der naturwissenschaftlichen Fakultät und sowas wie Interaktionsdesign, wenn es das dann überhaupt gibt als Studiengang, dann ist das eher in der gestalterischen, künstlerischen Fakultät. Und Produktmanagement gibt es überhaupt nicht in Deutschland, aber ist vielleicht am ehesten sowas wie mit Wirtschaftsinformatik zu vergleichen. Das ist dann oft an der ökonomischen Fakultät. Und So sind halt sehr starke Silos gebildet zwischen diesen Bereichen, was aber in der Realität überhaupt nicht der Fall ist. Und so entstehen auch diese, ja doch wieder klischeehaften Rollen, dass es sozusagen die totalen Nerds gibt und die totalen Künstler und irgendwie die Manager und dass die aber alle nicht so gut miteinander kommunizieren können. Und wir möchten eben diese Grenzen aufweichen. Bei uns arbeiten die Studierenden immer in interdisziplinären Teams an Projekten, sodass wirklich immer Entwickler, Designer und Produktmanager gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und fast jeder bringt auch was mit von unseren Studierenden. Also wir sind vor 3 Wochen erst gestartet übrigens, also es ist wirklich ganz, ganz frisch. Ich habe 88 Studierende, die wir aus 2000 Bewerbern ausgewählt haben dieses Jahr. Ist auch ziemlich verrückt, wenn man sich mal überlegt, dass die sich alle an der Hochschule beworben haben, die also erst last minute überhaupt staatlich anerkannt wurde und noch überhaupt keinen Campus hatte und so. Ich weiß auch nicht, wie die ihre Eltern überredet haben. Ich habe jedenfalls mit gar keinen Eltern reden müssen, insofern hat es irgendwie geklappt. Was bei denen aber wirklich besonders ist, die haben teilweise schon immense Vorerfahrungen. Also wir haben sowohl Studierende, die seit dem 8. Lebensjahr programmieren, ja, die, wenn sie zu uns kommen, schon so krass viel Ahnung haben. Wir haben auch Leute, die im Beruf waren oder die eine Ausbildung gemacht haben, die sagen, ich möchte gerne nochmal studieren. Übrigens auch etwas, was mir bewusst geworden ist, studieren ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Also zu sagen, ich möchte jetzt nochmal in eine ganz aktive Phase des Lernens eintauchen. Deswegen habe ich auch Studenten, die älter sind als ich. Und
Und also manche haben wirklich enorme Vorerfahrungen, andere haben kaum Vorerfahrungen, fanden wir aber trotzdem, da haben wir trotzdem viel Potenzial drin gesehen. Und deswegen müssen wir ein Studium bieten, was jedem eine individuelle Entwicklung ermöglicht. Denn das ist auch häufig ein Problem bei klassischen Studiengängen, dass sie eben extrem linear sind und die Leute letztendlich alle dasselbe durchlaufen, egal mit welcher Ausgangsbasis sie starten. Und was wir dazu gemacht haben, ist, wir haben ein Kompetenzraster entwickelt, wo wir definieren für diese Bereiche Softwareentwicklung, Interaktionsdesign, Produktmanagement, was sind die Kompetenzen, die am Schluss wirklich dabei herausspringen sollen, was sollen die Studierenden mitnehmen, und innerhalb dieser Kompetenzen gibt es dann Level. Und wenn die Studierenden zu uns kommen am Ende des ersten Semesters, werden die eingeordnet, auch auf Basis einer Selbst- und einer Fremdeinschätzung, und wir schauen, wo steht ihr schon. Und durch das Studium hinweg sammeln sie sich dann sozusagen weitere Kompetenzpunkte durch die Projekte, an denen sie arbeiten, und können sich so sehr individuell ein Kompetenzprofil entwickeln. Und das ist, glaube ich, deutlich besser als Noten. Noten gibt es nämlich bei uns nicht. Abgesehen vom Abschluss-Bachelorzeugnis, denn da ist es gesetzlich vorgeschrieben. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Ja, da wird halt die Bachelorarbeit und das Bachelorprojekt bewertet. Aber Noten sind eben in unseren Augen kein adäquates Mittel. Noten sind viel relativer, als man so denken würde. Ja, also eine 1 bei dem einen Professor oder Lehrer ist was ganz anderes als bei einem anderen. Haben wir auch alle schon erlebt, Zentralabitur hin oder her, da gibt es trotzdem erhebliche Unterschiede. Und sie sind auch sehr demotivierend, weil was soll das eigentlich heißen? Also ich bin in Mathe gut. Also wir finden, das ist viel ungenauer als eine konkrete Kompetenz, ein Kompetenzraster, wo wir wirklich sagen, kannst du etwas Bestimmtes, hast du eine bestimmte Fähigkeit oder hast du sie noch nicht? Letztendlich ist unser Ziel wirklich, dass wir versuchen, das Lernziel zu definieren, also indem wir beispielsweise vorgeben, welche Kompetenzen erworben werden sollen. Dann unterstützen wir die Studierenden natürlich dabei, indem wir spannende Projekte entwickeln, beispielsweise mit Partnerunternehmen. Ja, wir haben viele der großen deutschen Internetunternehmen sind Partner von uns. Unsere Geldgeber sind 24 der erfolgreichsten deutschen Internetunternehmer. Also natürlich versuchen wir da ganz, ganz viel anzubieten. Die Studierenden nehmen das auch in Anspruch. Aber letztendlich lassen wir immer offen, wie sie wirklich lernen, solange sie am Schluss zeigen können, dass sie die Kompetenzen, die wir uns wünschen, dass sie die erworben haben. Soll heißen, sie nutzen auch sehr aktiv beispielsweise eben das Internet und digitale Lernressourcen oder Selbststudium oder sprechen mit anderen oder besuchen eben Vorlesungen und Seminare. Aber wir finden, dass jeder seinen eigenen Lernweg gehen sollte, und wir versuchen das gar nicht so stark vorzugeben, wie sie lernen, sondern nur eben am Schluss festzustellen, was sie gelernt haben. Und dann bin ich auch erstmal fertig und schließe ab mit meinem Lieblingssatz: Learning is productive failing. Das ist also unser Prinzip eigentlich und das, was wir versuchen, die ganze Zeit an der Hochschule zu erzeugen, dass alle ständig failen und dadurch hoffentlich lernen. Dankeschön. Und hat dich Thomas Bachem auch so überzeugt wie uns? Und vor allem das Prinzip seiner Universität ist sehr, sehr spannend. Dieses praxisorientierte, dieses wirklich im Leben nach vorne kommen. Und wenn auch du im Business nach vorne kommen möchtest, dann guck hier zur Business Factory. Da gibt es noch viel mehr für dich.